Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin René und was ihr hier seht, ist die 19015 der FH16 Pneumatic Tractor von Molking. Zwei Bauvideos ist es her, da habe ich euch schon die ein oder anderen Tipps gezeigt, wie ihr teilweise Sachen verbessern könnt, eine Sache fixen könnt, die nicht funktioniert hat. Wenn ihr euch dafür interessiert, die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung zu den anderen Videos, beziehungsweise in der Endcard sind sie auch nochmal zu finden. Dass ich das Modell bauen konnte und euch zeigen konnte, habe ich nicht zuletzt auch blockbrickworld.com zu verdanken, denn er hat mir das Modell gesponsert. blockbrickworld.com, die Links findet ihr auch ebenfalls unten in der Videobeschreibung ganz oben angepinnt. Ja, selbstverständlich, er ist der Sponsor des Modells, was allerdings nichts mit meiner Meinung zu tun hat. Ich wiederhole es nochmal. Ich bewerbe den Shop, nicht das Modell. So, der Shop blockbrickworld.com, schaut mal rein. Das ist die Mainpage, wie ihr sie findet. Und wenn ihr direkt zu dem Modell von heute springen wollt, das ist auch unten verlinkt, das findet ihr dann hier. Ihr habt die Wahlmöglichkeit zwischen der Originalverpackung, nur für Deutschland wohlbemerkt, oder ohne Originalverpackung. Ich gehe jetzt mal auf das günstigere, ohne Originalverpackung. Passend dazu gibt es selbstverständlich auch den Trailer. Ja, die 19015 T-Pneumatic Anhänger. Gibt es auch wieder mit Originalverpackung oder ohne. Ich gehe jetzt mal wieder auf das günstigste. Ohne Originalverpackung, wenn ihr beides in den Warenkorb geworfen habt, dann erblickt ihr dieses Bild. 100, na, sagen wir mal $195 für den Traktor selbst. $146 nochmal für den Trailer. Und dann kommen wir bei 300 und na, gerundet $41 raus. Können wir ein bisschen abfedern. Hier unten finden wir ein Feld mit Coupon. Da geben wir ein BBW8 Prozentzeichen auf Enter und wir sehen, da werden $27,25 abgezogen. Es kommen allerdings noch $32,71 Versand obendrauf. Ist auch halb so schlimm, denn denkt dran, Steuern und Zoll ist alles inklusive bei ihm. Ja? Also mit dem Code könnt ihr die Luftfracht ein bisschen abfedern oder wenn ihr genügend Zeit habt, könnt ihr auch auf Bahnfracht gehen. Da stellt euch aber auch mehrere Monate ein, bis das Zeug bei euch ist. Deswegen, Luftfracht, 10 bis 15 Tage gibt er hier an. In der Regel dauert es so 6 bis 7. Tagesaktuell. Wenn ihr das Video erst kurz vor Weihnachten seht, stellt euch auf mehr ein. Aber jetzt, ich sitze hier im Mai 2024, da sind so 6 bis 7 Tage. Ja, und dann einfach noch zur Kasse gehen, mit PayPal oder einer Zahlmöglichkeit eurer Wahl bezahlen. 6 bis 7 Tage warten und das Ding ist bei euch und ihr könnt anfangen zu klemmen. Und was ihr denn klemmt, das erkläre ich euch jetzt. Wenn ihr dann nach der Bestellung die Woche gewartet habt, kommt dann ein Paket zu euch, ob mit oder ohne Originalverpackung. Lassen wir erstmal dahingestellt sein. Auf jeden Fall kommt ein Paket zu euch. Wenn ihr es öffnet, erblickt ihr erstmal 9 Bauabschnitte, noch ein paar Tüten zusätzlich mit Power Functions, mit extra Teilen und den Basics, sowie auch der Anleitung. So, fangen wir mal mit der Anleitung an. Also, ihr habt dann vor euch von Molking die 19015, ein Bauspaß von 4608 Teilen der FH16 Pneumatic Tractor. Soviel zu den harten Fakten. Ihr nehmt euch am besten erstmal die Anleitung vor, blättert die so ein bisschen durch. Da seht ihr vorne die üblichen Übersichten, auch über die Motoren und so weiter, wie ihr das alles beschriften solltet, könntet, wie auch immer. Und die Anleitung hat insgesamt 351 Seiten und 912 Bauschritte inklusive Stickern. Auf die Sticker gehe ich jetzt mal sofort schon drauf ein. Habe ich gänzlich mal verzichtet, weil ja wirklich hübsch sind sie nicht, wenn ihr mich fragt, aber das ist ja zum Glück Geschmackssache. Mein Fall ist es nicht, deswegen habe ich sie diesmal nicht drauf gemacht. Aber wer möchte, kann das gerne tun. Die Anleitung selbst, ein Wort noch dazu. Eins mit Sternchen. Ohne Frage, Molking liefert in meinen Augen derzeit die beste Bauanleitung ab. Sie ist in Vollfarbe dargestellt, von vorne bis hinten. Anlegeleisten sind da. Der Bauspaß in Sachen Teile pro Bauschritt ist super gelöst. Es wird nicht langweilig, das Modell. Auch die Übersicht. Molking verzichtet derzeit auf sehr viele Drehungen des Modells in der Anleitung. Sprich, man hat immer nur eine Perspektive. Und wenn was auf der anderen Seite gebaut wird, wird das mit Denkblasen quasi dargestellt in der Anleitung. Finde ich mega geil. Dann kann man sich auch das Modell immer so auf den Tisch stehen lassen, wie es gerade steht und muss es nicht sich 10-mal rumdrehen, wie es andere Hersteller gerne machen. Finde ich richtig, richtig gut, die Anleitung. Also hier gibt es eigentlich so gut wie gar keine Fragen. Auch die Übersicht in Sachen Pneumatic-Verschlauchung oder mit Power Functions, Kabelmanagement ist bei dem Modell jetzt
Irrelevant, sage ich jetzt mal. Ihr habt da unten nur so viel Platz. Da findet sich immer ein Weg. Pneumatikverschlauchung, gehen Sie noch ein bisschen drauf ein. Okay. Kabelmanagement bei den Power Functions überhaupt nicht. Aber ist ja auch nicht nötig. Ihr habt so viel Platz da unten drin. Das läuft einwandfrei. Power Functions hat das Modell auch. Ja. 8 Stück an der Zahl. Sprich, wir haben 4 XL-Motoren, die dienen für den Antrieb. Wir haben 3 Servos, wobei einer für die Umschaltung, 2 für die Umschaltung von Pneumatic-Switches dienen, einer für die Lenkung. Dann haben wir noch einen L-Motor, der treibt unsere Pneumatic-Pumpen an. 8 Motoren also insgesamt. Plus eine 6-Kanal-Akkubox und die dazugehörige 6-Kanal-stufenlose Fernbedienung. Wer möchte, kann auch gerne die App runterladen und das ganze Modell per App steuern. Aber ich weiß, das will keiner von euch da draußen. Ihr wollt die haptische Fernbedienung. Ich auch. Und deswegen machen wir damit auch weiter. Ihr findet in der Verpackung auch noch eine kleine Tüte. Da ist drin 4 gelbe Zahnräder, 2 etwas größere, 2 kleinere, 2 U-Joints aus Metall sowie 2 16er Zahnräder. Über diese Teile findet ihr in der Anleitung kein Sterbenswort. Nein, wird euch einfach vorenthalten. Moltking legt sie dabei, sagt aber nicht, wofür die sind. Wie geil ist das denn? Ja, die dienen zum Antrieb der Hinterachse. Zum einen, das Modell selbst hat die Differentiale mit den 5 kleinen Zahnrädern drin und als Topper das etwas größere Zahnrad drin, was ja im Differential auf ein etwas kleineres 12er Zahnrad greift. Wo ist es? Hier ist es. Und das treibt normalerweise die Hinterachse an. Genauso ist die Hinterachse normalerweise im Verhältnis 1 zu 2 untersetzt. Und das ist auch so in der Anleitung beschrieben. Die Teile, die ihr jetzt dabei habt, die könnt ihr da durchaus ersetzen. Seht ihr bei mir im Bauvideo Nummer 1, da habe ich es euch explizit erklärt, wo das ganze Zeug hinkommt und wie es dann nachher aussieht. Sprich, wir ändern damit das Drehzahlverhältnis von dem Kotenstück. Wir gehen von dem Drehmoment ein bisschen runter, sprich, er wird nicht mehr ganz so viel Power haben, wenn er irgendwas ziehen soll. Dafür haben wir mehr Geschwindigkeit, hoffentlich. Denn ich habe das Verhältnis 2 zu 1 hier hinten drin in der Mitte getauscht gegen die 2 16er Zahnräder und somit haben wir ein Über-Untersetzungsverhältnis von 1 zu 1. Auch das Übersetzungsverhältnis von diesen gelben Differentialen, ja, also ihr tauscht da einfach nur die etwas größeren gelben gegen die roten aus und das gleiche die kleinen schwarzen gegen die etwas kleineren gelben aus und schon habt ihr auch eine schärfere Übersetzung bei dem Differential. Gebt euch mehr Geschwindigkeit, nehmt euch aber auch Drehmoment weg, deswegen seid euch gewiss, das Modell wird dann nicht mehr so leistungsstark sein. Ansonsten habt ihr dann nach den 900 Bauschritten summa summarum das Modell so vor euch stehen. Ein bisschen was habt ihr noch übrig? Wie ihr hier seht, teilweise ist es von der Pneumatik-Testung, teilweise von dem Getriebeumbau ein paar Pins nicht der Rede wert. Man freut sich, dass was übrig geblieben ist und ist glücklich. So, gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Pneumatik habt ihr auch noch ein bisschen übrig. Also mein Ladekabel für die Akkubox ist klar. Ein bisschen Schlauch, da sind sie diesmal ja doch ein bisschen geizig geworden, sonst haben wir immer ein bisschen mehr übrig. Hier sind es nur knapp 20 bis 30 cm pro Schlauchsorte dabei. Ihr habt summa summarum 1 Meter schwarzen Schlauch, 1 Meter blauen Schlauch und 2 Meter Light Blue Gray Schlauch dabei. Und wie gesagt, es bleibt in der Summe nur so 20 bis 30 cm übrig. Ist nicht viel. Viele Experimente lassen sich damit halt nicht starten. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr da baut, wenn ihr die Schläuche verlegt. Am besten von den Pumpen das erstmal so verlegen, wie es in der Anleitung steht. Da gibt es auch nicht viele Varianten. Aber dann legt die Schläuche, ist meine Empfehlung, durch bis zu dem Verbraucher und cuttet da erst. Dann spart ihr euch auch diese kleinen Übergänge. Ob man die jetzt benutzt oder nicht benutzt, ist erstmal dahingestellt. Ich habe sie bei mir rausgeschmissen. Ich habe mir die Schläuche komplett durchgezogen. Macht aber in der Funktion keinen Unterschied. Und dann fangt ihr fröhlich fleißig an mit dem Bauen. Gleich im ersten Bauabschnitt verbaut ihr alle 8 Motoren. Geil. Geil. Alle 8 Motoren werden gleich im allerersten Bauschritt aneinander geklemmt. Die sitzen quasi nur in diesem kleinen Abteil hier. Ja, hier unten drin sitzen alle 8 Motoren. Die 3 Servos werden nebeneinander gelegt. Die 2 Switches auf die eine Seite, die Lenkung auf die andere Seite. Der L-Motor für die Pumpen, der wird ein bisschen
erhaben verbaut und die vier XL-Motoren werden quasi gegenüberliegend verbaut. Läuft. Auch dabei ist eine Carbonachse, sprich wir haben die XL-Motoren, greifen alle ineinander über Ballzahnräder, die wiederum treiben eine Carbonachse, eine 32er-Carbonachse an, bis hinten raus und deswegen können wir quasi auch das etwas schärfere Übersetzungsverhältnis hier einbauen, was ich bei meinem auch getan habe. Ja, wie gesagt, der erste Bauabschnitt ist dann alle Power Functions drin und wir können schon mal ganz, ganz grob mit der Testung anfangen und da funktioniert das auch noch einigermaßen. Weiter bauen wir dann in Baustelle Nummer 2 die Hinterachse und in Baustelle Nummer 3 widmen wir uns dann schon der Vorderachse, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann fängt so langsam, langsam aber sicher, fängt dann das Drama an. Weil, ihr habt es ja in dem Titel bestimmt gelesen, guter Truck oder Teilespender. Spoiler-Alarm, ich nehme es mein Fazit schon mal vorweg. Es ist ein Teilespender. Es ist Rotz. Es ist Müll. Sorry, wenn ich das jetzt einfach mal so hier raushauen muss. Das Modell ist nicht spielfähig. Es funktioniert nicht. Schlicht und ergreifend. Ohne nicht, dass ihr massiv nochmal Hand anlegen müsst und einige Teile ändern müsst. Funktioniert es nicht. Das fängt dann an. Ja, ich gehe wieder zurück zu Baustelle Nummer 3. Da hatte ich schon das erste Mal dann die Schühchen drauf gemacht und ein bisschen fahren lassen. Funktioniert zu dem Zeitpunkt noch. Sehr gut. Ein bisschen später bauen wir dann allerdings die Pneumatikpumpen ein, nicht Pumpen, Zylinder ein, um das Fahrwerk vorne anzuheben. Und ab da funktioniert es nicht mehr. Denn die Servos, mit denen ihr die Switches umschaltet, haben nicht genügend Kraft, um den Switch umzuschalten. Die Switches von Moltking sind etwas härter als die, die wir aus Dänemark kennen. Ja, also ich kann den hier kaum mit dem Finger umlegen und dann soll das von einem Servo bedient werden. Funktioniert nicht. Ich hatte es im ersten Bauvideo euch gezeigt und detailliert auch gezeigt, was man da machen kann. Denn ich habe einiges ausprobiert von Ausleiern, war mir zu langwierig. Ich habe Lego-Komponenten eingesetzt, damit lief es sehr geschmeidig. Die Switches sind von Lego sogar zu einem sehr erschwinglichen Preis zur Verfügung. Kann man bei Bricklink sich bestellen. Roundabout um 1,50 € bis 2, 3 €. Das geht noch. Das geht noch, ja. Aber dann wirklich zuverlässig war das auch nicht. Habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und habe dann eine ganz, ganz einfache Lösung eigentlich gefunden. Nämlich stinkeinfache Ballpins habe ich eingesetzt. Genau unter dem, wo der Servo quasi runtergeht mit seiner Apparatur, habe ich direkt unten drunter einen Ballpin eingesetzt. Der Ball hat nicht ganz die Größe eines Bricks, eines Liftarms. Und deswegen läuft da dann die Apparatur schön geschmeidig dran vorbei und wird auch immer in der Endposition gehalten, dass der Luftstrom, den wir ja über den Switch steuern möchten, in die entsprechenden Kanäle auch geleitet wird. Hat vorher nicht funktioniert. Er hat immer kurz vorher abgeschaltet, beziehungsweise der Servo hat sich geschafft, das ganz rumzudrehen. Es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Deswegen, wenn es nur das gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, okay, Schwamm drüber. Ja, so ein Ballpin hat man sich schnell mal besorgt. Ist okay. Na? Aber dann kamen so andere Sachen noch hinzu. Zum einen, Leute, ich hatte ein absolutes Montagsmodell. Das hier ist ein absolutes Montagsmodell, was ich habe. Ich bin ja ein absoluter GoPricks-Fan, ja? Für alle Neuen unter euch, GoPricks ist der Teilezulieferer von Moltking. Die Teilequalität von Moltking steht für mich eigentlich ohne Frage über der von den Dänen. Aber hierbei, was die Pneumatik anbetrifft, so eine Grütze. So eine Grütze. Ich war am Anfang noch happy, weil die Pumpen, normalerweise hatte ich immer das Problem, dass hier oben diese Pinaufnahme über dem kleinen Metallsteg bei mir abgegangen ist. Musste ich generell eigentlich immer nachkleben. Diesmal nicht, diesmal ist sie bombenfest. Habe ich mich noch gefreut. Juhu, toll, geil. Aber dann kam irgendwann das ganz, ganz böse Erwachen. Ich habe mir aus einem Mock einen Kompressor gebaut, weil das Modell hat nicht funktioniert. Selbst mit der Umschaltung, es funktioniert einfach nicht. Ich bin nicht auf die Suche gegangen. Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Irgendwann, während meiner ganzen Testung, hat eine Pumpe den Geist aufgegeben. Ja, die ist hin. Habe ich euch im Bauvideo Nummer 2, glaube ich, gezeigt.
habe sie an den Kompressor gehalten und ja, sie baut einfach keinen Druck auf. Sie hört bei einem Bar auf. Schrott. Damit war mein Fehler aber noch nicht behoben. Nein, es ging noch weiter. Hier unten sitzt normalerweise dieser Switch drin. Auch der lässt bei mir ab einem Bar den Druck einfach ab. Wohin auch immer. Weg. Nützt nichts. Ja, ich rede jetzt von Bars und so weiter und so fort. Und das könnt ihr gar nicht nachvollziehen. Ich weiß, aber dafür könnt ihr ja meine Bauvideos gucken. Weil letztendlich, er kann sich nicht aufpumpen und somit können wir ihn nicht fahren. Eine kleine, Moment, zurück nochmal zum Anfang. Hier neben diese Tür habe ich noch verstärkt, weil die hängt normalerweise nur an einer Noppe dran. Ich habe zwei Noppen eingebaut über dieses kleine Teil. Wie ihr das baut, seht ihr im ersten Bauvideo. Genauso habe ich meine Akkubox noch ein bisschen versteift, dass die an Ort und Stelle bleibt. Da war ich mit der Halterung noch nicht zufrieden. Aber das ist alles optional. Damit könnte ich noch leben. Das geht noch. Aber wie gesagt, als ich dann zum Bespielen kam, ging halt nichts mehr. Ich hatte einen Druckverlust. Ja? Zum einen, weil meine Pumpe frühzeitig abgeschaltet hat und nicht mehr funktioniert hat. Zum zweiten, weil der Switch zu früh den Druck abgelassen hat. Und die Härte überhaupt ist. Die ganzen blauen Schläuche, die ich dabei hatte. Alle. Undicht. Undicht. Ich habe sie wirklich 1:1 nur von der Pumpe an meinen Kompressor gehalten. Und sie haben Druck verloren. Wie kann ein Schlauch undicht sein? Leute, GoPricks, geht nicht. Auf die Idee müsst ihr erstmal kommen, dass der Schlauch an sich undicht ist. Und nicht die Komponenten drumherum. Boah, deswegen, ich habe ein absolutes Montagsmodell. Aber selbst wenn. Ich habe ja alles gefixt. Ich habe genügend Teile da. Ihr seht ja, hier neben habe ich welche stehen, da habe ich welche stehen. Ich habe genügend Teile da. Ich habe es ausgetauscht, ich habe es dicht gekriegt. Ich habe keinen Druckverlust mehr. Und trotzdem funktioniert er nicht. Das Mistding. Es funktioniert einfach nicht. Und warum funktioniert er nicht? Er ist zu schwer. Auch wenn die Optik. Ich finde, die Optik ist richtig gut. Ich finde sie sogar noch ein Ticken besser als das Pendant von Luciswitch, den ich ja vor einigen Jahren gebaut habe. Finde ich die Optik richtig, richtig gut. Aber der Nachteil dieser Optik ist, hier vorne ist alles mit Systemsteinen gelöst. Und die sind auf die Summe gesehen verdammt schwer. Kurzum, wir kommen mal zu den harten Fakten, die stehen ja noch aus. Und zwar haben wir in der Länge 63 cm. In der Breite haben wir ohne Spiegel 25 cm. Mit Spiegel sind es 31 cm. In der Höhe, da sind wir hier zu Hause mit 36 cm und über die Antennen bei 41,5 cm. Da kommen dann gegebenenfalls nochmal 1, 2 cm dazu, wenn wir ihn aufpumpen, sofern es funktioniert. Gewicht. Ja, Gewicht hat das gute Stück auch, nämlich 4750 Gramm, ja, sprich 4,8 Kilo roundabout. Alleine davon liegen hier vorne auf der Vorderachse, die wir mit insgesamt 4 Pneumatikstempeln aufpumpen möchten, 3,1 Kilo, 3100 Gramm, liegen nur auf der Vorderachse. Und was soll ich sagen? Diese 4 Pneumatikstempel reichen dafür nicht aus. Insgesamt haben wir Pneumatikstempel 2 an den Hinterachsen jeweils, also sprich 4 Stück, 2 Stück rechts vorne, 2 Stück links vorne. Die dienen fürs Fahrwerk. Also haben wir schon mal 8 Pneumatikstempel fürs Fahrwerk, um das anzuheben. Weitere 2 Pneumatikstempel, 4 Stück, kippen unser Führerhaus ab. Und nochmal einer sitzt hier hinten unter der Sattelplatte, die für die Verriegelung zuständig ist. Das nochmal so, vollständig halber zu der Pneumatik. Und 2 Pumpen. Die Pumpen übrigens laufen schön im Wechsel. Ja? Sonst kennen wir das ja, sind zusammengeschaltet und funktionieren wie so eine Luftpumpe, immer nur Luftstoß für Luftstoß. Aber hier sind sie schön massiv und fest verankert im Modell und laufen gegenläufig. Ja, sprich, immer wenn die eine eingefahren ist, ist die andere draußen. Das sorgt für einen konstanten Luftstrom im Pneumatik-System. Ist schon mal eine sehr, sehr gute Lösung. Wenn auch, wie gesagt, bei mir eine ihren Dienst versagt hat. Aber auch während des Modells. Am Anfang konnte ich das nicht testen. Am Anfang war sie noch gut. Ist erst mittendrin passiert. Ja, und dann irgendwann sind wir fertig und wollen das ganze gute Stück bespielen. Haben alles soweit verkabelt, haben alles soweit verschlaucht, wie es in der Anleitung steht. Und dann kommt der Moment des Spiels. Meine ist schon an.
Und wir haben quasi auf dem, kurz zur Fernbedienung, A, selbstverständlich Antrieb, ja, linker Stick horizontal, vertikaler ist der Antrieb, rechter Stick in der horizontalen ist die Lenkung, sprich das ist D. Auf C haben wir die Umschaltung für die, da liegt ein Servo drauf, der eine Switch umschaltet für die Sattelplatte, dass wir die aufkoppeln oder abkoppeln können, beziehungsweise die Verriegelung lösen können. Auf den Schultertasten, auf der rechten Schultertaste, liegt auch ein Pumpenswitch, ein Servo, der mit dem Pumpenswitch verbunden ist, der die Luft in unser Fahrwerk pumpt. Oder auf der linken Schultertaste liegen dann die Pumpen drauf, dass wir die ansteuern können, sprich der L-Motor. So, ihr seht es ja in diesem Zustand, er liegt vorne fast auf. Also hier komme ich mit meinem Stickerbogen gerade noch so unten drunter. Ja? Also so dicht liegt er auf, beziehungsweise hier neben komme ich gar nicht mehr weiter. Er liegt komplett auf dem Boden auf. So tief ist er. Ja, und dann, klar, machen wir im ersten Schritt. Wir pumpen ihn auf. Also, wir geben Druck auf die Pumpe, linke Schultertaste. Und mit der rechten Schultertaste schalten wir den Servo um, dass der das in das richtige Luftsystem pumpt. So, habt's gesehen, hinten ist er hochgegangen. Das war's. Das war's. Ich kann jetzt hier noch 5 Minuten sitzen und das so weitermachen. Da wird sich nichts mehr tun. Er braucht ein bisschen Hilfe. Ja, wenn wir ihn vorne wirklich ein bisschen anheben und die Pumpen mal ein bisschen auf Druck bringen, das ganze Pneumatik-System auf Druck bringen, dann bleibt er auch oben. Ihr merkt und ihr hört, er läuft immer noch. Denn sobald ich loslasse, sagt er zusammen. Sie halten den Druck nicht. Sie halten den Druck nicht. Was sollen wir da machen? Ja, ich lese schon die Kommentare. Ich lese jetzt schon die Kommentare von euch. Musst du einen AirTag einbauen? Leute, ich will ja nicht sagen, ich bin nicht von gestern. Habe ich probiert. Hat keine Auswirkung gehabt. Kann es auch nicht. Denn er drückt ja die Luft, die hier drin gespeichert wird, in das gesamte System rein. Und wenn das System dann die Druck über die Zylinder ablässt, geht da nichts. Ja, da nützt auch ein AirTank nichts. Weiterhin habe ich probiert. Vielleicht kommt dann die Kommentare, oh, musste original Lego einbauen. Habe ich getan. Hat nichts geholfen. Hat nichts geholfen. Ich bin sogar noch weitergegangen und habe alle Switches gegen Lego-Komponenten ausgetauscht. Habe ich auch da. Falls ich da auch nochmal irgendwo irgendwie einen Druckverlust habe. Nee, hat nichts geholfen. Er ist trotzdem zusammengesagt. Vielleicht nicht nach den 3-4 Sekunden, die es jetzt waren. Vielleicht war es nach 10 Sekunden. Aber er ist zusammengesagt und das sehr, sehr schnell. Und so habe ich diverses ausprobiert. Andere Stempel ausprobiert. Wie gesagt, Stempel auch von Lego ausprobiert. Nochmal andere Switches von Lego probiert. Andere Switches von Moltkin probiert. Also ich habe einiges probiert, um da eine einfache, schnelle Lösung zu finden. War mir nicht möglich. War mir nicht möglich. Ich habe keine adäquate, schnelle Lösung gefunden. Und deswegen muss ich sagen, so, wenn ihr euch das Ding bestellt und ihr das nach Hause bekommt, aufbaut, habt ihr einen Haufen Schrott. Schlicht und ergreifend. Es sind einfach zu viele Fehler da drin, als dass ich das Ding jetzt für gut befinden könnte. Ja, man kann das alles fixen. Aber mit welchem Aufwand? Das ist bei dem Ding hier... Nee, geht gar nicht. Denn wir können... Ja klar, wir können ihn noch weiter bespielen. Wenn wir ein bisschen Fingerfertigkeit haben, pumpen wir ihn mal auf. Aber ich denke mal, es ist nicht im Sinn der Sache, dass man ihn auch vorne festhalten muss, um ihn aufzupumpen. So. Wenn wir die Pumpen laufen lassen und den Switch geöffnet lassen, mit den Schultertasten, ja, so, dann hält er auch einigermaßen. Und dann können wir ihn auch
fahren lassen. Ansonsten ist das nicht möglich. Oh, oh, oh. Er ist ein bisschen groß, er ist ein bisschen schwer und selbst jetzt sackt er zusammen. Ja, also allein durch die Gewichtsverteilung sackt er zusammen. Und ich reiße hier hinten aufgrund meines mangelnden Platzes ein paar Plates ab. Egal. Aber ihr seht, die Geschwindigkeit ist cool, oder? Und das ist auch das, wo ich jetzt denke, hat was. Die Geschwindigkeit gefällt mir. Aber so können wir ihn auf gar keinen Fall irgendwo draußen testen. Denn der will raus. Der will raus. Ja, bei der Geschwindigkeit will er raus auf die Straße. Ich glaube nicht, dass irgendjemand für so einen Trümmer in der Wohnung Platz hat. Geschweige denn, wenn ihr euch den Trailer dazu holt. Dann erst recht nicht. Aber wie wollt ihr auch das Ding fahren? Also, er, wie gesagt, er sitzt auf. Er sitzt hier vorne auf. Es geht gar nichts mehr. Okay. Das zum Fahren. Wir haben noch zwei weitere Funktionen. Also händische Funktionen. Übrigens, Türen, ne? Gehen auf, klar. Lenkrad lenkt mit, wenn auch sehr, 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 sehr behelfsmäßig. Also da gibt es auch weitaus schönere Lösungen als das hier. Okay. Innenraum, eine Sache. Die Verriegelung der Sattelplatte funktioniert hingegen einwandfrei. Klar, da sitzt ein kleiner Stempel unten drunter, der uns das auf und zu macht. Da gibt es nichts, sofern wir den Servo unten drunter gefixt haben. Ja, das war schon die erste Fixung, die ihr normalerweise nicht habt, wenn das out of the box ist. Also, mit out of the box schaltet er nicht die Servos um. Out of the box schleift er vorne auf den Boden. Out of the box habt ihr auch das Problem, ups, da geht schon noch mehr flöten. Ja, so ganz der stabilste ist er generell nicht. Dass diese kleine Tür hier nur da oben an einer kleinen Noppe hält, das ist zu wenig. Die geht ständig auf. Deswegen habe ich ja bereits eben gesagt, ich habe mir da unten noch was reingesetzt. Jetzt hat er wenigstens zwei Noppen. Aber mehr ist da auch nicht drin. Bei zwei ist er auch Ende. Außer ihr baut dann noch mehr drumherum. Aber hier unten in dieser Klappe verbirgt sich dann noch eine weitere Funktion. Nämlich hier ist noch ein kleiner Switch. Wenn wir ein bisschen Druck auf das System geben, können wir nämlich das Führerhaus abkippen. Beziehungsweise die Fahrerkabine. Ich wurde ja in den Kommentaren belehrt. Die Fahrerkabine. Oder wie heißt es zu Neudeutsch? Fahrerinnenkabine. Können wir dann ein bisschen abkippen. Und dann können wir da drin auch noch einen V12, den das Modell ja eigentlich gar nicht hat, auch noch erblicken. Der V12 ist übrigens schön in Trans Clear gebaut worden. Ein Augenschmaus, auch wenn man ihn nicht mehr sieht. Das Original hat einen reinen Sechszylinder und kein V12. Nur mal so als kleiner Randanekdote. Ja, und das für die Fahrerkabine können wir dann auch wieder abkippen. Die Sattelplatte ist jetzt natürlich im Review schlecht zu zeigen, aber glaubt mir, hier hinten die Verriegelung funktioniert auch tadellos. Wenn man ein bisschen Druck drauf gibt, klack, 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 müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, die funktioniert. Dann haben wir noch, damit auch der Trailer mit Druckluft versorgt werden kann, an der Rückwand der Fahrerinnenkabine. Ihr seht ja, so der stabilste ist er nicht, ne? Eine sehr lieblos dahingeklatschte Pneumatic-Einheit. Ein Switch. Da wird dann der Trailer mit Luftdruck versorgt über das Hauptsystem des LKWs. So, aber jetzt habt ihr in der Summe gesehen. Und der Titel von diesem Video erklärt sich jetzt, glaube ich, auch von selbst. Guter Truck oder Teilespender. Jetzt, so, in diesem Zustand, wenn ihr den einfach so kauft, ohne Extras, Teilespender. Mehr nicht, Teilespender. Weil optisch, ne. So, so nicht. Als Vitrinenmodell würde ich jetzt nicht sehen. Ja, ich weiß, es gibt so LKWs, die sind so tief. Ohne Frage. Custom Trucks, ja. Könnte ich auch als solchen durchgehen lassen. Dann will ich aber mehr Optik haben. Ja, dann hätte ich hier echt ein bisschen Bling-Bling und Chrom dran. Aber nicht so. Nicht so standardmäßig. So standardmäßig ist es für mich ein stinknormaler LKW und der muss mindestens mal das Fahrwerk ein bisschen draußen haben, oder? Deswegen auch, nein, kein Vitrinenmodell. Nicht für mich. Nicht für mich. Spielmodell. Nee, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, also wenn ich den jetzt fahren will, dann habe ich mir einen Schneeschieber
als alles andere. Noch dazu, hier hinten fällt alles auseinander. Ach, ja. So. Einigermaßen wieder dran. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Beziehungsweise, ja. Also, Fazit. Fazit. So, wie er zu euch nach Hause kommt. Out of the box. Teilespender. Finger weg. Wenn ihr noch nicht weiter irgendwelche Modelle geklemmt habt, gerade solche Großmodelle geklemmt habt, Finger weg. Ihr habt keinen Spaß damit. Ihr habt keinen Spaß damit. Lasst es. Lasst es. Für alle fortgeschrittenen Bauer und Profibauer. Okay, über Profis brauchen wir gar nicht reden. Die wissen, wie sie das Teil fixen können. Die Fortgeschrittenen, für die werde ich noch ein extra Video machen, wie wir das gute Stück denn fixen können. Denn die Geschwindigkeit macht mir persönlich richtig Spaß. Ja, da verspreche ich mir einiges vor. Auch wenn er vielleicht den Trailer nicht mehr ziehen kann. Weil, so wie er jetzt hier steht, glaube ich, brauche ich euch das hier erst gar nicht zu zeigen, oder? Weil, wie wollen wir denn mit diesem Stück das Ding ziehen? Das hat so schon ordentlich Gewicht. Und dadurch, dass er hier vorne schleift und nicht auf die Straße kann, geht es mal gar nicht. Deswegen werde ich mir das gute Stück fixen. Und da ist mir ein Gedanke gekommen. Ich habe es dir bereits eben erzählt. Wir haben bereits ein Pendant davon, nämlich von Lucius Witch 81. Kam von Malt King vor einigen Jahren auf den Markt, die 19005. Ja, nicht zu vergessen, 19015. Das ältere Modell 19005. Ich habe mich da mal ein bisschen beguckt, wie da die Vorderachse denn aufgebaut ist. Und ja, Lucius Witch hatte damals bei dem Modell, war übrigens ein geklauter Mock, keine Pneumatik eingesetzt, sondern Stoßdämpfer. Habe ich geguckt? Gibt es hier die Möglichkeit? Ja, gibt es. Ist nicht gerade wenig, was man da umbauen muss. Wir müssen uns quasi so ein Konstrukt dort einziehen. Wie ihr das genau macht, zeige ich euch in einem Extra-Video. Deswegen für alle, die jetzt, sich jetzt nur für das Review interessiert haben und ob das Modell was ist für sie, nee, so wie es hier. Bye bye. Er kostet Nerven. Er kostet echt Nerven. Mann! Okay, zurück. So wie er jetzt hier steht, hat er einfach zu viele Mängel. Nein, ich kann ihn nicht befürworten. Ich glaube, das ist das erste Mal auf diesem Kanal, dass ich ein Modell verreiße. Wirklich, bis zum Anschlag verreiße. Er ist einfach, so wie er nach Hause kommt, Schrott. Ja, er ist einfach Schrott. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es muss einfach zu viel gemacht werden. Und was alles gemacht werden muss, wie gesagt, das ist halt für die etwas fortgeschrittenen Bauer oder für die LKW-Enthusiasten, die das Ding unbedingt haben wollen, werde ich nochmal ein extra Video mit meinen Fixungen aufnehmen. Ich werde mal ganz, ganz grob auf die Fixung im Innenraum eingehen, aber größtenteils dann auf die Fixung der Vorderachse, dass wir ihn wenigstens ja ordentlich fahren können. Wenn wir ihn auch vorsichtig anfassen müssen, aber wir können ihn dann wenigstens fahren. Aber wir brauchen nicht gerade wenig Teile. Darauf möchte ich euch jetzt an dieser Stelle auch schon mal vorbereiten. Aber ohne fixierte Vorderachse brauchen wir, glaube ich, mit dem Trailer nicht anfangen. Deswegen. Scheiß Modell. Mal gucken, ob wir es retten können. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der Fixung wieder. Beziehungsweise bei dem Trailer. Der wird dann im Video danach kommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, dass ihr mal seht, wie ich mich auch aufregen kann. Und für alle Zweifler da draußen, nein, ich befürworte nicht jedes Modell. Wenn es Schrott ist, ist es Schrott. Und dann kann ich es auch nicht beschönigen. Ja? In diesem Sinne, klebt was Schönes da draußen. Bleibt schön gesund und bis bald.